Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute geht es um das Thema DATEV-Einkommensteuer. Wie war das Leben ohne OCR-Erkennung? Also ein sehr spannendes Thema. Vielleicht noch ganz kurz zu uns beiden. Zu meiner Ehe muss ich ja, glaube ich, nicht so viel sagen. Ich habe mir gerade schon überlegt, er ist ja quasi unser Webinargesicht, jeden Mittwoch dabei um 15 Uhr und hält immer ein Webinar zu verschiedenen Themen, also bei fast jedem. Wöchentlich. Ja, manchmal geht es um das Thema DATEV. Was gibt es Neues im Bereich DATEV, wie auch heute? Oder auch zum Thema Digitalisierung, gerade wenn Sie in Ihrer Kanzlei Prozesse optimieren möchten, da eine Beratung brauchen, dann ist der Manuel der richtige Ansprechpartner. Ja, ich bin Julia Kasper, ich bin Account Managerin, Kundenverantwortliche in unserem Vertrieb. Und ja, freuen uns heute in einer sehr großen Runde gemeinsam über das Thema zu sprechen. Vielleicht noch ganz kurz am Rande: Sie sollen ja mit Ihren Fragen nicht das Webinar verlassen später, sondern Sie sollen die gerne stellen. Deswegen können Sie in dem Panel die Fragenfunktion benutzen, schreiben Sie dort alle Ihre Fragen rein und dann gehen wir nachher nach dem Webinar gemeinsam auf die Fragen ein und beantworten diese. Genau, Manu, dann glaube ich, können wir starten mit dem Thema. Ja, auch von meiner Seite, hallo, hallo. Ja, ich musste die Julia so ein bisschen, ich glaube, mimiktechnisch verbessern. Nicht immer jeden Mittwoch tatsächlich, letzten Mittwoch zum Beispiel Genau, nicht. stimmt. Aber das ist auch nicht schlimm. Man kann ja nicht alles wissen. Aber heute war es mir auch ein Herzenswunsch, tatsächlich das Thema Einkommensteuererklärungen. Und ja, da hat sich ein bisschen was getan im letzten Jahr bei der DATEV. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, via einer OCR-Erkennung zu arbeiten. Und ja, OCR-Erkennung wird der ein oder andere jetzt vielleicht erstmal kurz lachen und sagen, das ist ja ein veraltetes Medium und bla bla bla. Das mag so sein, ja, im Unternehmen online kennen wir das schon so mehr oder weniger. In dem Kontext Einkommensteuer ist das zwar auch eine OCR-Erkennung, die genauso arbeitet, aber mit ein paar coolen Features mehr und ich will jetzt nicht sagen, dass dahinter noch eine kleine KI hängt, aber ich würde erstmal sagen, also ich würde das jetzt nicht so hochhängen, sondern ja, also dahinter hängt ein bisschen noch was, aber wir haben hier tatsächlich ein paar mehr Möglichkeiten, wie nur Rechnungsbetrag, Rechnungsnummer, IBAN-Nummer und so weiter, sowas, was man unter dem Online kennt, sondern hier geht es wirklich um Fallbeispiele, um Dokumente, die wir oder die der Mandant hochlädt und wir, die hier in der Steuerkanzlei zur Erstellung der Steuererklärung benötigen, durchführen werden. Und da setze ich auch an und ich freue mich drauf. Wie gesagt, die Julia hat schon gesagt, wir haben eine große Runde heute. Stellen Sie Ihre Fragen im Fragepanel. Wir versuchen, die im Nachgang so gut wie es geht zu beantworten. Genau. Und in diesem Sinne will ich starten. Grundvoraussetzung für digitale Belege sind natürlich die Belege, logischerweise. Wo können die herkommen? Die können einmal aus dem DATEV DMS herauskommen oder Dokumentenablage oder halt aus meinen Steuern. Ich rede jetzt aber tatsächlich von meinen Steuern tatsächlich. Das heißt, der Mandant als solches sollte schon, wie ich finde, wenn er schon Unternehmen online hat, soll er auch noch meine Steuern einfach dazu haben, also für seinen privaten Teil auch, weil die Technologie ist ähnlich, die beiden Produkte wachsen sowieso jetzt irgendwann zusammen und er kann mit der Upload-Mobil-App von der DATEV seine Einkommensteuerbelege sozusagen auch einscannen. Und das würde ich auch tatsächlich dann mal anfangen. Achso, erneut anmelden. Ups, war ich zu lange raus? Schon vorbereitet alles. So, DATEV meine Steuern ist ja im Prinzip ein Produkt, was neben Unternehmen Online eine weitere Cloud-Anwendung ist, wo wir die Möglichkeit haben oder der Mandant die Möglichkeit hat, hier für Sie oder uns, je nachdem, die Unterlagen, die Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung hier hochzuladen. Und wir können hier tatsächlich das auch nach Jahren unterscheiden. Auch ältere Jahre sind hier unten auch noch weiter zu finden. Das ist nicht das Thema. Manuel, man sieht dein Bildschirm noch nicht. Ach, verrückt. Warum sagst du das nicht? Ich dachte, du teilst ihn jetzt gleich erst noch. Ich Ups. dachte, es Jetzt, ist deine Baby. Einführung. Ja, Nein, super. nein, nein. So, jetzt fange ich aber an. So, Ja, DATEV meine super. Steuern. Also, Cloud-Anwendung. Das ist ein Dashboard. Vielen Dank, Julia. Nicht Gerne. aufgepasst.
geschlafen. Also das Dash, also DATEV meine Steuern, kann man aufrufen unter mydatev.de oder halt unter, ja, DATEV macht es ein bisschen kryptisch, apps.datev.de/mytax. Spielt auch keine Rolle, man erreicht so oder so das. Und DATEV meine Steuern baut sich ja im Prinzip in zwei Modulen auf. Einmal kann ich Belege hier hochladen, ich kann sie auch trennen, auch zusammenheften, und aus dem sogenannten Posteingang. Heißt, ich kann hier Bescheide, Erklärungen, To-Dos, was auch immer, kann ich hier dem Mandanten auch hochladen. Der Mandant hat hier drauf Zugriff und kann hier jederzeit unter Aktion, ja, wenn man sie denn richtig klickt, unter Aktion hier runterladen, diese Belege auch. Heißt im Umkehrschluss, wir müssen nicht mit E-Mail arbeiten, wir müssen nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein separates Tool uns anschaffen, wo wir in irgendeinster Weise, ja, was weiß ich, einen Belegaustausch machen oder was auch immer. Heißt im Umkehrschluss, DATEV meine Steuern ist mittlerweile viel mehr als nur Dokumente austauschen, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, ja, ich sag mal, Checklisten, To-Do-Listen, wie auch immer, den Mandanten in den Posteingang reinzustellen und auch bis zum Bescheid sozusagen auch abzulegen. Letztendlich geht es ja auch darum, wir müssen das nicht per E-Mail rumschicken oder weiß der Teufel was, sondern wir haben hier einfach die Möglichkeit, in einer geschlossenen Plattform, wie Unternehmen online halt auch, dieses Deklarationsgeschäft hier abzuschließen. Ich würde jetzt pauschal mal in 22 gehen. Ich weiß, wir könnten auch 23 nehmen, aber da habe ich noch keinen Bestand angelegt. Aber in 22. Das heißt, ich habe hier schon mal im Vorfeld tatsächlich schon ein paar Belege mal fotografiert mit der Upload-Mobil-App. Das sieht man hier unten. Die sind so ein bisschen bunter, die sind ein bisschen durcheinander. Heißt, ich habe ja mal diverse Dokumente fotografiert. Und einfach hier hochgeladen. Und jetzt sieht man hier schon, manche haben ein Schloss dran, manche haben kein Schloss dran. Liegt schlicht und ergreifend daran, wenn Sie diesen Beleg in der Steuererklärung quasi genommen haben, ist hier ein Schloss drauf. Das heißt, der Mandant kann damit nichts mehr tun. Er kann es nicht löschen, er kann es nicht verändern, er kann es nicht verschieben, sondern Sie haben jetzt sozusagen die Macht. Ja? Heißt im Umkehrschluss, solange der Mandant da was hochlädt, je nach Rechteeinstellung kann er auch was löschen, etc. Aber Hintergrund ist hier tatsächlich einfach zu sagen, wenn ich die bearbeite, ich als Steuerberatungskanzlei, dann soll mir gefälligst der Mensch auch nicht darin rumfummeln. Macht er ja so auch nicht, wenn ich diese Papierform bekommen würde oder E-Mail oder was auch immer, dann liegen die ja bei mir. Ja, aber das ist damit ausgeschlossen. Sobald Sie diesen Beleg anfassen in der Steuererklärung, ist er gesperrt. Der Mandant kann damit nichts irgendwie mal verrückeln oder was auch immer. Ne? Ganz, ganz wichtig. So, wie man, glaube ich, so einen Beleg hochlädt, Julia, glaube, das sparen wir uns heute. Wenn es noch wichtig sein sollte, einfach kurz melden. Es gibt, wie gesagt, die Upload-Mobil-App oder hier über die Homepage. Das kann man natürlich machen, das ist nicht das Thema, aber ich denke, das sparen wir uns heute. Also, Voraussetzung ist meine Steuern, die Belege sind hier drinne und jetzt switche ich einfach mal rüber in die Einkommensteuererklärung. Ich habe jetzt bei dem Mandanten die Einkommensteuererklärung einfach geöffnet und jetzt haben wir ja normalerweise so, dass wir die Steuererklärung aufmachen, wir geben schon mal ein paar Daten ein, dann nehmen wir irgendwann unseren Ordner, gehen den Ordner durch, gehen die Belege durch, was können wir davon gebrauchen, dann geben wir da ein paar Daten ein, dann machen wir noch die vorausgefüllte Steuererklärung, dass wir noch ein paar Daten sowieso schon empfangen. Letztendlich geht es aber darum, dass wir unsere Arbeitsweise etwas umstellen müssten, nicht viel. Also früher haben wir, also kenne ich das noch, Belege genommen, durchgeschaut, okay, was ist davon wichtig, den Rest erstmal aussortiert, dann haben wir die erstmal hingelegt oder aus dem Ordner rausgeheftet und dann fingen wir an, mit einer Steuererklärung zu machen. Heute ist das ein bisschen anders. Wir gehen hin und sagen, wir machen die Steuererklärung, holen die vorausgefüllten Steuererklärungswerte hier rein sozusagen und dann legen wir eigentlich erst los mit den Belegen. Wie rufe ich die Belege auf? Hier oben gibt es eigentlich ganz, ganz simpel und ganz, ganz einfach digitale Belege. Da geht ein kleines Fenster auf. Und wenn man dieses Belegbild dazu noch sehen möchte, klickt man einfach hier auf dieses Auge und man hat dann sofort die Belegbilder dazu. Jetzt sieht man hier schon diesen Beleg, den wir hier haben. Bin ich noch da? Ja, ne? Julia? Du bist noch da. Ja, mein Strom ging gerade weg, meine Ach Bildschirme so, sind nee, ausgegangen. nee, man hört und sieht dich. Perfekt, super. Also jetzt sehe ich auch wieder ein Bild. Mein Bildschirm war ganz schwarz. Also wir haben hier nicht sortierte Belege. Der Mandant kann natürlich auch noch vorsortieren in außergewöhnliche Belastungen oder was auch immer. Das kann er alles tun. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er das nicht tun kann oder macht oder was auch immer.
Und jetzt sieht man schon auf der rechten Seite, er hat ja jetzt nicht wirklich viel Daten irgendwie ausgelesen oder erkannt oder was auch immer. Also man sieht das ja hier drüben, ne? Der hat hier irgendwie hat er hier Familie Melms erkannt und er hat hier irgendwie die Rechnungsnummer und Datum erkannt. Mehr hat er irgendwie nicht erkannt. So, jetzt im Hintergrund, er liest aber noch ein paar mehr Daten aus. Jetzt kann man ja spekulieren, was ist das denn jetzt? Ist das der Handwerkerleistung? Ist das eine Werbungskosten oder was soll das denn überhaupt sein? Und jetzt kommt diese OCR-Erkennung, die ich finde es wirklich mega. Er schlägt Ihnen hier Sachverhalte vor. Das sieht man an diesen orangenen Balken. Er schlägt Ihnen praktisch vor, es könnte außergewöhnliche Belastungen sein. Es könnte haushaltsnahe Anwendungen sein. Es könnten aber auch Werbungskosten für den Ehemann oder Ehefrau sein. Es könnte aber auch zur Anlage V gehören. So, das müssen Sie natürlich dann noch bewerten. Jetzt Geschmackssache, wie man das jetzt sehen möchte. Aber wir haben auch die Möglichkeit, wenn der Mandant das schon ein bisschen sortiert hat, also zum Beispiel hier haushaltsnahe Aufwendungen, da habe ich so einen ähnlichen Beleg, genau, nur ein bisschen anders. Da schlägt er natürlich nur noch vor, im eigenen Haushalt oder sind das Dienstleistungen. So, heißt im Umkehrschluss, wenn der Mandant das gar nicht zuordnet, in irgendeinster Weise, schlägt er mir diverse Vorschläge vor. Wenn der Mandant das so ein bisschen sortiert hat in den Ordnern, zum Beispiel außergewöhnliche Belastungen oder was auch immer, dann schlägt er mir spezifisch zu diesen Anlagen, zu der Steuererklärung, mir die Sachverhalte vor. So, das nur mal so als Hintergrund. Und jetzt könnte ich praktisch hingehen und sagen, ja, für mich sind das haushaltsnahe Aufwendungen, ist eine haushaltsnahe Dienstleistung, meine ich, hoffe ich. So, ist auch egal. So, auf jeden Fall ist es so, dass wir hier jetzt den Eintrag machen können in die Steuererklärung. Das heißt, das ist im Prinzip schon Ihr Formular. Und jetzt geht es ja darum, er erkennt noch nicht so viel. So, jetzt möchte ich aber zum Beispiel den Betrag, diesen 71,40 €, den möchte ich hier in dieses Betragsfeld reinhaben. Klar, ich kann das einmal reinschreiben. Ich kann es aber, und das ist jetzt tatsächlich das Neue, diesen Wert extrahieren. Das heißt, ich kann hier markieren und weiterverarbeiten sagen, markiere mir einfach diesen Satz und sage, ich möchte diesen Wert extrahieren. Dann habe ich den extrahiert und schiebe den einfach hier drüben rein und habe hierdurch meinen Betrag quasi drinne. Dasselbe kann ich natürlich, wenn ich jetzt hier hingehe und sage die Entferntaste, sag Entferntaste, sag Entferntaste, sag nicht Entferntaste, okay. Dann möchte ich diesen Wert extrahieren. Dann kann ich den natürlich auch hier oben zum Beispiel reinpacken. Das geht dann tatsächlich halt. Ich muss es natürlich bei Bezeichnung reinmachen. Damit ich natürlich, ja, mehr oder weniger kann ich jede Art von Schrift, von was auch immer, kann ich quasi nehmen und kann es mir hier reinnehmen. Und dann kann ich sagen, übernehmen und dann passt das soweit. Und dasselbe kann ich natürlich für alle Sachen natürlich genauso machen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal, damit man es auch mal live sieht, hier hat man mal Krankheitskosten, außergewöhnliche Belastungen. Von mir aus sind das jetzt hier keine Krankheitskosten, sondern für mich ist das jetzt, ja, sind das jetzt, ist das jetzt eine Zahnreinigung sozusagen. Ich extrahiere diesen Wert, pack den hier rein und somit ist es eine professionelle Zahnreinigung. Ich sage hier noch den Wert extrahieren und pack den da rein, halt, pack den da rein. So, sag übernehmen. Und somit habe ich praktisch diesen Beleg in der Steuererklärung zugeordnet. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Verlinkungen draufgehe, springt er mir auch in diese Anlage herein oder in das Formular herein. Und man sieht hier ganz klar, er hat hier automatisch Krankheitskosten, professionelle Zahnreinigung und hier hat er den Betrag mit reingepackt. Und man sieht das hier an diesem kleinen, sagen wir das ab, Penippus oder keine Ahnung, dass da etwas verknüpft worden ist. Das heißt, da ist das Belegbild sozusagen dahinter. Es geht aber auch Folgendes, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich habe, was weiß ich, haushaltsnahe Dienstleistungen und ich möchte hier noch irgendwas eintragen, hier zusätzlich, dann kann ich natürlich auch hingehen und sagen, ich möchte nur das Bild aufmachen. Halt, wenn, dann machen wir es auch richtig. Wo ist das andere? Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Hier nehmen wir das. Sie können es auch im Umkehrschluss machen. Ich kann auch hier hingehen und sagen, jawohl, ich möchte diesen Wert hier 71,40 € extrahieren und der soll sozusagen hier reingepackt werden. Kann ich genauso tun,
Wäre tatsächlich möglich. Weiß auch nicht, warum man es jetzt nicht macht, aber theoretisch wäre es so möglich. Genau, so, jetzt sieht man es aber auch. Vielleicht ein bisschen viel markiert. Aber Sie sehen, das kann man machen. Übernimmt das dann sozusagen und dann hat er auch hiermit das verknüpft. Also es gibt zwei Arten, das zu bearbeiten. Die eine Art wäre tatsächlich, die Formulare aufzumachen und aus dem Bild heraus die ganzen Sachen reinzupacken. Oder man geht quasi nicht in die Formulare rein und sagt, man geht direkt in digitale Steuern, sucht sich die raus und er schlägt hier etwas vor und Sie könnten es dann sozusagen dazu packen oder halt auch nicht. Und ich finde das halt eine sehr, sehr, sehr gute Variante, um hier schnell und ja, fehlerfrei, weiß man nicht, ob man hier schneller ist mit Schreiben, aber gerade dieses Schreiben, mich hat es immer angekotzt, also, was nehme ich da jetzt? Nehme ich doch lieber, was auf der Rechnung steht. Zusätzlich können Sie auch einen Betragsrechner hier aufklappen, nur mal so nebenbei, also wenn der Betrag jetzt aufgeteilt werden soll, in, ich weiß nicht, A, B und C von mir aus, das sind 5 Euro und das sollen 15 Euro sein und das sollen 51,40 € sein. Dann kommen wir auch auf die Endsumme 71,40. Oder anders gesagt, Julia, erinnert dich das an den Tippstreifen? Mich erinnert das an den Tippstreifen. Also früher haben wir eine Stimmt. Tippmaschine gehabt, wo wir hier getippt haben, gesüht, haben das abgerissen, haben das an den Beleg mit dran geheftet. Das wäre sozusagen Ihr Tippstreifen, wenn Sie es so nehmen wollen. Das ist der sogenannte Belegrechner und der bleibt dann hier halt auch dran zu diesem Dokument. Auch hier wieder die Möglichkeit, per Drag and Drop diese ganzen Sachen auch hin und her zu verschieben. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber tatsächlich ist es so, dass die Bearbeitung der Steuererklärung mit digitalen Belegen, wie ich finde, irgendwie schon immer mehr runder wird. Also vor der OCR-Erkennung hatten wir zwar auch diese Möglichkeit, diese Belege dran zu heften, war okay. Jetzt wird die ganze Geschichte mit einer OCR-Erkennung noch weiter aufgepeppt, sogar mit Vorschlägen der Sachverhalte, was ich persönlich sehr, sehr, sehr gut finde, weil man dann auch Kräfte ransetzen kann, die müssen dann, ja, sie müssen zwar auch überlegen, aber sie werden dann schon mal darauf hingepiekst und sagen, okay, das könnte das und das sein. Müssen natürlich noch selber bewerten, aber tatsächlich ist es so, dass wir hier die Möglichkeit einfach haben, einer Sachverhaltsvorschlagsgeschichte über diese OCR-Erkennung in der Einkommensteuer über meine Steuern. Ich finde es, wie gesagt, sehr mega. Und jetzt haben wir mal gesagt, okay, wir erstellen diese ganze Steuererklärung, die ist jetzt soweit fertig. Wir haben die jetzt alles ausgearbeitet, das ist wunderbar. Die ist auch alles so schön eingetragen, alles und so weiter. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, auch über Mandant, senden an meine Steuern zum Beispiel unsere Steuererklärung. Ich habe jetzt mal einfach nur das hier reingenommen, sagen, okay, einfach nur direkt an meine Steuern zu senden, also sprich, medienbruchfrei, direkt, ohne Umwege, von meinem Steuerprogramm in sozusagen den Posteingang von meinen Steuern. Sie können jetzt hier noch eine E-Mail-Vorlage öffnen, spare ich mir jetzt. Und wenn ich jetzt in meine Steuern reingehe, unter Posteingang, hat der Mandant sozusagen jetzt hier die Steuererklärung drin, wie man hier sieht. Es ist auch der richtige Typ zugeordnet. Das heißt, ich habe jetzt hier die Steuererklärung für seine Unterlagen. Vorher habe ich sie vielleicht noch mit der Freizeichnung online freizeichnen lassen. Weiß der Teufel was. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Möglichkeiten, was das angeht. Und wenn die Steuererklärung sozusagen freigegeben ist, dann reiche ich die ja beim Finanzamt ein. Das Finanzamt sagt ja, nee, vielleicht eventuell. Und erstellt daraus dann ein Bescheid. Und wenn der Bescheid dann sozusagen da ist, dann kann ich diesen Bescheid natürlich auch in meinem DATEV DMS ganz normal ablegen, mein Fristenbuch und so weiter, also wie das ganze Thema sozusagen funktioniert. Und dann sage ich einfach nur rechte Maustaste, senden nach online senden, suche mir aus, ja, das ist das Originaldokument, das soll von mir aus diese Beschriftung mitbekommen. Ich sage Feuer frei und dann sage ich, das soll er mir nach meine Steuern übertragen. Heißt, ich klicke da einfach an. Meine Steuern soll den Posteingang. Das ist mein Steuerbescheid von mir aus. Wo ist es? Bin ich blind? Ach ne, hier oben. Steuerart. Und hier ist der Steuerbescheid. Und von mir aus machen wir jetzt daraus 22 und sag senden. Ja, ich weiß, passt nicht, aber wir machen es jetzt einfach mal. Und somit hat der Mandant in DATEV meine Steuern, wenn wir es mal aktualisieren, hier den Einkommensteuerbescheid. Ja, da steht 21, ist
sag mal, für 22 sozusagen vorliegen. Heißt, der Mandant kann Ihnen hier die Belege hochladen. Sie können theoretisch To-Do-Listen und sowas einstellen, sei es mal drum. Dann kann er die Belege hier hochladen. Entweder ordnet das in verschiedenen Ordnern hier noch zu. Also hier gibt es ja noch unterschiedliche Ordner, die kann man ja noch hinzufügen, wenn man hier einfach mal sozusagen, habe ich jetzt noch irgendeinen Beleg, wenn jemand draufklickt, er kann das natürlich hier in irgendwelchen Ordnern logischerweise noch hinzufügen. Das kann er alles machen, muss er aber nicht. Wenn er das ein bisschen eingrenzen kann, ist super. So werden mir die Sachverhalte halt nicht groß angezeigt, sondern werden immer kleiner. Und wenn ich die Steuererklärung dann sozusagen mit meinem digitalen Dokument oder Dokumente erstellt habe, habe ich die Möglichkeit, über Freizeichnung online oder wie auch immer Sie Ihre Freizeichnung von dem Dokument bekommen, einzuholen. Dann kann der das dann, wenn die Steuererklärung für seine Unterlagen vielleicht noch hier über das Programm Einkommensteuererklärung hier im Posteingang bereitstellen. Und wenn der Bescheid dann sozusagen kommt, hätten wir auch die Möglichkeit, das hier in den Posteingang reinzustellen. Und somit wird es dann eine runde Sache. Wir sind medienbruchfrei. Wir müssen nicht mit dieses komische Exportieren, Importieren und keine Ahnung was arbeiten, sondern wir haben eine Plattform, wo wir die Belege sortiert haben und gleichzeitig die Auswertungen auch bereitstellen können. Also ähnlich wie bei Unternehmen online auch. Das heißt, die Logik, wenn Sie Unternehmen Online-Mandate beispielsweise haben, ist denen ja nicht fremd. Kennen die ja auch. Sie müssen da buchhalterische Belege hochladen oder Lohnsachen und kriegen eine Auswertung halt wieder zurück in Unternehmen online. Nichts anderes ist meine Steuern auch, nur es ist der private Teil. So, und das ist halt das Schöne an der ganzen Geschichte. Diese Programme, habe ich ja schon eingangs erwähnt, die wachsen zusammen. Das heißt, wir werden zukünftig auch nur noch eine Plattform haben. Dann werden wir hier oben diese drei Punkte, werden wir dann auch noch Unternehmen online drin finden. Und dann sieht das alles genauso aus wie jetzt meine Steuern. Mit diesen, nennt man das Kacheln, nennt man das Reiter, ich habe keine Ahnung, also ich nenne es mal Reiter. Das wird zukünftig logischerweise auch im Unternehmen online da sein. Das heißt, diese ganzen Ansichten wachsen auch zusammen und der Mandant muss sich sogar nicht mehr umgewöhnen oder einen anderen Link oder was auch immer. Aber das kommt noch in Zukunft, aber jetzt haben wir das erstmal das. Wir haben es klar getrennt, wir haben einmal die Unternehmensseite, wir haben die private Seite. Und das war mir heute nochmal wichtig, das einfach mitzugeben. Und wenn Sie dahingehend Unterstützung brauchen, freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie sich an uns, der Julia oder wie auch immer, wenden, dass wir da gemeinsam den Weg in die Digitalisierung noch weiter voranschreiten, was das Thema private Steuererklärung angeht. Genau. Prima. Danke dir, Manu. Ja, wir haben ganz schön viele Fragen und Anmerkungen. Vereinzelt habe ich auch schon versucht, die zu beantworten, aber da gibt es noch eine Menge. Die können wir gerne mal zusammen durchgehen. Sag an. Geht es mit dem Schloss auch bei der Korrespondenz im Posteingang mit dem Mandanten, sprich, dass die Daten nicht mehr vom Mandanten gelöscht werden können? Nein. Nein. Also das Löschen tatsächlich, das hinterlegen Sie in der Rechteverwaltung. Da können Sie sagen, Rechteverwaltung online, Entschuldigung. Da können Sie sagen, ob er hochladen darf oder ob er auch löschen darf. Da können Sie dann sagen, nicht löschen, dann darf er natürlich nicht löschen. Okay. Unternehmen online, ist das vorausgesetzt, braucht das der Mandant dafür? Nein, es ist komplett losgelöst davon, brauchen wir wirklich nicht. Ich habe das nur eingangs erwähnt, weil viele ja mit Unternehmen online angefangen haben und vielleicht jetzt der ein oder andere Unternehmer sich fragt, ja, was mache ich mit dem privaten Kram? So, das wäre halt eine Ergänzung sozusagen dazu. Aber nein, es ist völlig unabhängig, wenn Sie sagen, Unternehmen online oder nur meine Privatmandate, feuerfrei, meine Steuern, muss man vielleicht eins noch erwähnen, und zwar, wenn ich meine Steuern ja bestelle, muss zwingend der kriegt ein Smart Login oder Smart Card. Ne, das ist wichtig, das ist Voraussetzung. Wir reden hier von Datenschutz und Datensicherheit. Und wenn wir das bestellen, er meldet sich bei dieser Plattform nicht mit einer E-Mail-Adresse oder so, sondern mit Date Smart Login oder mit einer Smart Okay. Muss die OCR-Funktion extra aktiviert werden oder ist die nur im Bauch des Programms? Also die funktioniert nur dann, wenn Sie sie über uns bestellen und ich gebe Ihnen meine Kontonummer. Dann funktioniert sie erst. Aber für alle anderen Fälle, nein, sie ist natürlich inkludiert. Sie ist sofort da, sie ist sofort aktiv. Es ist
nichts extra aktivieren müssen oder was auch immer. Tatsächlich müssen Sie nichts machen, es ist einfach. Okay. Dann noch eine Frage zu der Ansicht, Belegübersicht und Belegvorschau. Kann man das auch nur in einem Fenster darstellen von der Ansicht? Nochmal bitte was? Die Belegübersicht und Belegvorschau, die zwei Fenster, kann man die auch nur in einem Fenster Achso, nein. darstellen? Nein, leider nicht, weil die Dativ, also dieses Fenster hier, wie soll ich das sagen, das ist quasi eigentlich das Bearbeitungsfenster. Und das ist das eigentliche Belegfenster. Wenn ich das jetzt zumache, macht er beides zu. Das ist ein bisschen doof gemacht von der Dativ, ich weiß. Da gibt es einfach einen klassischen Trick, dass man hier einfach dieses Minus macht. Ja, es ist zwar immer noch unten da, aber dann ist dieses Belegbild sozusagen frei zur Verfügung. Dann können Sie natürlich Ihre Steuererklärung aufmachen, das auf dem zweiten Monitor und dann können Sie Ihre Werte da reinziehen. Das ist nicht das Problem. Genau. Okay. Könntest du zeigen, wo die Mailvorlagen bearbeitet werden? Was für Mailvorlagen? Ach, das, wenn ich hier das genau, hier mache. Genau, das war gemeint, ja. Ich glaube. Gucken mal, was da. Was geht denn da auf? Tatsächlich weiß ich gar nicht, von wo er die Mailvorlagen aufruft, aber das können wir tatsächlich noch nachreichen. Aber das sieht mir nicht wie die Vorlagenverwaltung aus. Der öffnet jetzt direkt eine Mail, ne? Genau, der rechnet, aber dann müsste es hier irgendwo wahrscheinlich bei Briefvorlagen in der Steuererklärung sein. Kann ich aber gerne nachreichen, aber das muss hier irgendwo drin sein. Ja, das ist nicht die Vorlagenverwaltung. Okay. Ja. Kann man wie bei Unternehmen online einstellen, dass man benachrichtigt wird per Mail, wenn Dokumente in meine Steuern geladen wurden? Per E-Mail, so eine Art Benachrichtigung, dass man das bekommt, ne? Oder wie in DMS, wenn da was bereitgestellt ist zum Prüfen, ne? Kann man das ja auch so ja, einstellen? Ja, nee, das gibt es tatsächlich noch nicht. Das ist aber meine, ich liegt schon als Wunsch vor und wird wahrscheinlich auch demnächst irgendwann geben, weil das ist ja wichtig, ne? Oder warten Sie, wenn Sie es nicht sogar schon umgesetzt haben, weil ich meine, dass wir das, nee, hier war es nicht. Also irgendwo konnte, also ja, ich verwechsel das halt tatsächlich immer. Manchmal kenne ich schon die Version, die schon irgendwann im Sommer kommt. Deswegen muss man da immer ein bisschen gucken. Ich meine tatsächlich, dass wir hier das noch nicht einstellen können. Aber liegt ganz groß vor, dass wir da das zukünftig auch machen können. Okay. Bei Benutzung von MyDativ Steuern muss für jeden EST-Mandanten eine Unterberaternummer vergeben werden. Jein. Das hört sich jetzt bescheuert. Also, wenn die Basisdaten online übertragen worden sind, vielleicht hat das eine oder andere mal schon mal gehört, also die Ihre Mandantenübersicht in die DATIV Cloud geladen wurde, dann können Sie meine Steuern direkt benutzen. Sobald aber der Mandant ein Zugangsmedium benötigt, Smart Login, Smart Card, was auch immer, brauchen wir diese Unterberaternummer, weil er dann sozusagen Software respektive Hardware von der DATIV bezieht. Heißt, wenn er aber im Unternehmen online schon ein Zugangsmedium hat, könnte man diese Unterberaternummer sozusagen bei der Leistung hinterlegen von dem Privatmandant und dann kann man darauf meine Steuern bestellen und dann ist in einem Anmeldemedium halt beides drin, unter dem Online und meine Steuern. Was Sie bitte vermeiden sollten ist, wenn Sie schon unter dem Online oder wenn der Mandant schon irgendwie eine Unterberaternummer hat, bitte nicht für meine Steuern einfach nochmal separat was machen. Dann bekommt der Mandant nämlich zwei Anmeldemedien und dann sagt er auch, habt ihr sie nicht mehr alle? Deswegen versucht immer alles auf eine Unterberaternummer dazu machen, heißt im Umkehrschluss, sofern der Mandant Zugriff auf meine Steuern haben soll, brauchen wir eine Unterberaternummer. Soll er das nicht, brauchen wir nur die Basisdaten online, dass die übertragen worden sind und dann können Sie als Kanzlei das ganz normal benutzen. Genau. So ist der Umkehrschluss. Okay. Genau. Viele haben nochmal nachgefragt nach dieser Info, ob man die bekommt, also kanzleiseitig, mandantenseitig. Hier auch.
Wenn ich dem Mandanten die EST in meine Steuern hochlade, wie erhalte ich dann vom Mandanten die Zustimmung zur elektronischen Übertragung an das Finanzamt? Über Freizeichnung online oder über andere Wege. Ja, also meine Steuern ist mit dem Posteingang, ja, man kann zwar da die Erklärung hochladen, von mir aus auch soll er da die Erklärung von mir aus dann wieder runterladen, unterschreiben, wieder hochladen, aber das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Da würde ich Sie empfehlen, mit Freizeichnung online zu arbeiten. Freizeichnung online ist im Prinzip, man kann hier in der Steuererklärung sagen, stell mir das Dokument oder stell mir die Steuererklärung in Freizeichnung online bereit. Der Mandant hat einen Link, da klickt er drauf. Und dann kommt da quasi eine Internetseite von der DATEV. Da ist diese Erklärung als PDF-Dokument, da kann man das angucken. Und daneben gibt es einen Haken. Und wenn er den Haken gesetzt hat, hat er halt freigegeben. Wie kommt er da nur ran? Mit einem Zugangsmedium. Ne? Also das ist immer Voraussetzung, dass man ein DATEV-Zugangsmedium benutzt, Smart Login oder Smart Card, nachdem. Und so gibt man das frei. Oder halt, man nimmt dieses Dokument und packt es über eine digitale Signaturlösung, FB-Sign oder sowas, dass man das den Leuten zur Verfügung stellt, dass sie das unterschreiben. Dann hat man das auch. Aber über Freizeichnung online ist halt diese nahtlose Geschichte ein bisschen komfortabler. Warum? Weil, wenn er das in Freizeichnung online freigibt, dann wechselt sozusagen der Status im Arbeitsplatz hier über den Übermittlungen. Also da steht ja quasi aktuell drin, wie ist gerade der Status hier, dann würde hier in Freizeichnung stehen und wenn er dann freigezeichnet hat, dann steht hier freigezeichnet und so weiter. Dann hätte man als praktisch hier eine schönere Übersicht, sagen wir es mal so rum, wenn wir es über Freizeichnung online machen. Ein bisschen komfortabler. Aber ich weiß, das ein oder andere scheut sich davor, das mit zu benutzen. Das ist auch okay. Aber dann würde ich mit einer Signaturlösung arbeiten. Ja, oder halt, was ich gerade gesagt habe, die Steuererklärung nach meine Steuern hochladen. Der Mandant muss es runterladen, muss es unterschreiben, wieder hochladen. Also irgendwie sowas. Aber ja, letztendlich nur so. Okay, danke dir. Manu, kannst du vielleicht nochmal zeigen, den Schritt von DMS zu meine Steuern, das, wie du den Steuerbescheid an meine Steuern gesendet hast? Genau, einfach hier so ein Dokument nehmen, rechte Maustaste senden, nach online senden. Mehr ist das tatsächlich gar nicht. Und dann geht praktisch, können Sie sich aussuchen, ob Sie das als PDF-Dokument, also ein PDF-Dokument, als PDF-Dokument verschicken. Weiß ich nicht. Deswegen entweder ich nehme den Originaldokument, sag okay, und dann geht er praktisch auf. Er macht ein Portal auf. Wenn Sie noch nicht zugestimmt haben, müssen Sie da die DATEV-AGBs zustimmen und dann kommt halt dieses Fenster, wo Sie aussuchen können, meine Steuern, Unternehmen online, Dokumentenmanagement oder Teams. Und dann können Sie hier sagen, meine Steuern. Und dann weiß er alles klar. Er nimmt die von dem Arbeitsplatz Pro, nimmt er sozusagen die Stammdaten mit. Sie sagen, entscheiden hier, ob es in Posteingang oder in Einkommensteuer rein soll von meine Steuern, welcher Mandant, welche Steuerart und welcher Typ das ist. Das weiß ich so. Und welches Jahr, dann packt er das da rein. Und wenn Sie unter Einkommensteuer sagen, dann können Sie natürlich hier das Jahr aussuchen. Und die Ordner ist jetzt tatsächlich Geschmackssache. Und dann sagt man senden und dann ist das da auch drin. So funktioniert das ganze Spiel. Prima. Dann ist hier die Frage, ist wahrscheinlich ähnlich, wie du es gerade gezeigt hast. Da wird mit der Vorgangsmappe gearbeitet und da werden dann die internen Notizen reingeschoben. Kann man die in meine Steuern auch hinterlegen? Die ganze Vorgangsmappe oder die Notizen? Das ist ja jetzt die spannende Frage. Ich meine, dass man die Vorgangsmappe, probieren wir es einfach aus. Ich meine, boah, das habe ich noch nie ausprobiert. Gute Frage. Wir sind ja leidenschaftslos. Wir machen das einfach. Genau. Er müsste ja, wenn man es als Originaldokument, dann würde er die Dinger, die da drinnen liegen, als Original hochladen. Und wenn ich ein PDF-Dokument mache, dann macht er aus alles ein PDF-Dokument. So heißt im Umkehrschluss, was habe ich in dieser Vorgangsmappe drinne? Wo sehe ich das? Irgendwo sehe ich das. Ich mache mal Doppelklick. Jetzt kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Ah, nee. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Also hier ist ein Link drin und hier ist ein PDF drin. Also wenn ich sage, als Original senden, dann würde er sozusagen diesen Scan als PDF würde er hochladen und zusätzlich dieses DLK-Dingen würde er auch als PDF hochladen, aber er würde es nicht auspacken. Also glaube
glaube ich nicht. Also wir können es mal ausprobieren, aber so nach online senden, Original von mir aus sagen, okay. Und dann sagen wir hier, mein ATIF, meine Steuern, Posteingang, wir packen es hier in den rein. Steuerart von mir aus, machen wir es mal ganz wild. Grundsteuer, und das ist von mir aus Schriftverkehr für das Jahr, was weiß ich, 22. So, gucken wir mal, was er hier hochlädt. Bin ich selber mal gespannt. Ja. Tatsächlich macht er auch den Datenlinksatz als PDF. Ja, verrückt. Also Verrückt. er würde alles machen, auch den Datenlinksatz als PDF ausgeben. Sieht man hier ganz gut. Aber er würde halt das als Betreff nehmen, dieses To-Do. Genau, aber er würde es machen. Ja. Okay, super. Du hast ja eben schon gesagt, manchmal kennst du schon die neuen Versionen, die so kommen. Weißt du, ob wenn der Sachbearbeiter in der Einkommensteuer die Belege umbenennt, ob das zurückgeschrieben wird in DATEV meine Steuern? Ob das geplant ist? Tatsächlich weiß ich tatsächlich nicht. Ich wüsste auch nicht, ob es geplant ist. Also das höre ich tatsächlich auch zum ersten Mal, bin ich ehrlich. Müsste man höchstens mal in die Community reingucken, aber also wenn es kommen soll, dann ist es eine spontane Aktion, weil es nicht lange dauert. Aber das hört sich für mich an nach Stammdaten rück und zurück, also hin und zurückschreiben. Das ist immer so eine Sache. Programmiertechnisch von On-Premise in die Cloud. Ich wage mich mal rauszulehnen. Vielleicht. Okay, wir sind gespannt. Dann was Organisatorisches. Bestellt man das über MyDATEV-Mandantenregistrierung und wie berechnet DATEV die Leistung? Genau, man macht das hier über die Mandantenübersicht. Also sprich, man geht einfach rein und sagt hier unten, mein Mandantenregistrierung starten. Dann öffnet sich diese, wie man das auch bei Unternehmen online kennt, nur dass dann da halt meine Steuern kommt. Dann sucht man meine Steuern aus. Man sagt, der sucht den Mandanten raus. Also den Namen für den Zugangsmedium, man verrechnet das und man bestellt das Thema durch. Die Berechnung oder Verbepreisung, ich sag gar nicht mehr. Also die Bepreisung ist in der E-Steuerpauschale mit enthalten. Heißt, wenn Sie die E-Steuerpauschale sowieso schon bezahlen, ist das da sozusagen mit drin, also kostet nichts. Wenn Sie es nicht haben, ja, müssen Sie die E-Steuerpauschale nehmen, aber die ist, meine ich, was kostet die? Das ist auch nicht so viel. Das ist. So, jetzt muss ich wieder mich anmelden und gucken, ob ich das darf. Super. Müsste irgendwas in Euro noch irgendwas sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, Sie sehen, also ich als Systempartner bezahle nichts dafür. Müssen Sie mal eingeben. Es liegt irgendwo um die Euro noch irgendwas. Diese E-Steuerpauschale. Müssen mal schauen, aber Sie können da auch in den Datenshop reingehen. Also viel ist es tatsächlich nicht. Das sind keine 3 € irgendwas, wie bei Unternehmen online oder sowas. Das ist damit nicht gemeint, sondern tatsächlich fällt das in dieser E-Steuerpauschale Okay. Dann noch mal ganz kurz einen Schlenker zurück zu dem Thema E-Mail-Benachrichtigung. Es gibt die Funktion Steuerjahr abschließen und die Mitteilung wird nur unter DATEV-Mitteilung aufgeführt. Hast du da eine Idee bezüglich noch einer extra E-Mail-Mitteilung? Ob das auch noch per E-Mail Ja, mitgeteilt wird? eine Idee ist ein bisschen hinten durch die Brust. Man könnte hier eine Briefvorlage reinpacken, diesen Brief sozusagen mit ausgeben, sozusagen, das per E-Mail versenden, aber das ist nichts Schönes. Also tatsächlich ist es irgendwie nichts Schönes. Und ja gut, wir haben ja eine On-Premise-Lösung, die sieht auch noch so alt aus. Ja, mal gucken. Aber die DATEV arbeitet dann irgendwas. Also bei der neuen Personalakte oder grundsätzlich bei der Personalakte haben wir das jetzt das Thema auch. Das heißt, das ist nichts Unbekanntes, dass man da eine E-Mail-Benachrichtigung schicken möchte. Aber wie gesagt, das kann ich nochmal mitnehmen und dann können wir es nochmal nachreichen. Das ist gar kein Problem. Aber ja, aktuell bleibe ich bei dem Stand, es gibt noch keine Benachrichtigung.
Okay, dann Thema KI. Wie ist es denn, wenn jetzt die OCR einen falschen Wert ausliest, zum Beispiel anstelle die Rechnungsnummer, die Faxnummer? Wie kann man das ändern oder Bescheid geben, dass das System das nächste Mal das richtig ausliest? Nein, es ist immer noch die Datev-Software mit einer OCR-Erkennung, und die Programmierung findet ausschließlich aktuell im Rechenzentrum statt. Das heißt, wir als Anwender haben da keinen Zugriff drauf. Wenn er das falsch ausliest, müssen wir das händisch korrigieren, logischerweise. Aber wir können ihm nicht sagen, nimm jetzt demnächst das dafür oder sowas. Also das können wir tatsächlich noch nicht tun. Deswegen hat die Datev dieses Extrahieren quasi mit ins Leben gerufen, dass man hier sagen kann, ja, ich extrahiere hier diese Werte und dann kann ich mir diese Werte irgendwo hinziehen, wo ich es halt möchte. Das kann ich tatsächlich tun. Ja, aber dem sagen und anlernen und sagen, hey, nächstes Jahr steht das da. Okay. Gibt es noch nicht. Okay, dann weiß ich gar nicht, Manu, ob du das eben schon gesagt hattest, aber können die hinterlegten Dokumente an das Finanzamt gesendet werden? Die liegen ja in meine Steuern, und im Prinzip ist es ja so, dass man hier die Finanzverwaltung eingeben kann und dann kann man ja hier sagen, die Belegnachreichung, sagen Sie jo. Und dann gibt es ja bei der Belegnachreichung das Thema, dass Sie hier die Belege aus meiner Steuern aufrufen können. Aber ich glaube, die Frage geht, glaube ich, woanders hin. Ich glaube, die Frage geht dahin, ob explizit die Belege, die in der Steuererklärung hinterlegt sind, quasi hier drüber versendet werden Ach können. so. Weißt du, dass du, Okay, ne, verstehe. das Finanzamt hat dann eine blöde Nachfrage. Du hast es wunderbar in der Steuererklärung hinterlegt sozusagen. Und jetzt sollen die Belege, die quasi an der Steuererklärung mit dran sind, die sollen alle, so wie sie da sind, an das Finanzamt nachgereicht werden. So, ich glaube, so verstehe ich die Frage. Okay. Korrigiert mich, wenn ich es falsch liege. Aber das gibt es nicht. Nein, noch nicht. Oder was heißt noch nicht? Es gibt es nicht. Sie müssen hier die Belege auswählen. Und dann müssen die sozusagen ja, markiert werden und übernommen werden. Genau. Hast du richtig interpretiert? Genau, Hab das ich war mir gemeint. gedacht. Würde ich mir auch wünschen, das wäre natürlich, da sind wir natürlich nicht alleine, weil das sind die praktischen Lösungen. Ja, bin ich vollkommen dabei. Da immer nur in die Data-Community immer nur reinschreien, schreien oder schreiben, das können Sie sich aussuchen, aber tatsächlich, die Daten fließt diese Community, das ist deren auch, also das nehmen die auch sehr ernst und wenn da genug reinschreiben, dann wird es auch meistens umgesetzt. Also hat man jetzt, also bestes Beispiel ist Datev TMS, da haben wir diese Unpin-Funktion, das ist tatsächlich aus der Community entstanden. Das hat die Stimmt, Datev hast du ja so auch schon nie, gezeigt. genau, das hat die Datev so auch nie auf dem Schirm gehabt. Okay, dann noch eine Frage, wenn der Bescheid für den Mandanten an meine Steuer gesendet wird. Wie schaut es dann mit der Dokumentation in DMS aus, dass man das nachvollziehen kann, dass der Bescheid an den Mandanten gesendet wurde? Sehr gute Frage. In der Revisionshistorie sieht man hier, dass ich das an meine Steuern gesendet habe. Das sieht man hier. Daran sieht man das. Und man kann natürlich sich auch einen Haken reinbauen, also eine Spalte reinbauen, die da sagt, nach online gesendet. Und wenn dieser Haken drin ist, dann ist das schon ein Indiz, okay, ich habe das nach online gesendet. Und in der Revisionshistorie kann ich nachvollziehen, was ich damit gemacht habe und wann ich das gemacht habe. Und da steht ganz klar drin, dass ich das an meine Steuern gesendet habe. Okay, dann haben wir noch zwei Fragen. Können Sie noch einmal zeigen, wie der Belegrechner geöffnet wird? Der ist hier mit dran gepappt an der Seite von dem Bild. Bei Ach jedem ja. Bild klicke ich da einfach drauf. Ist er da. Prima. Ich kann den auch größer oder kleiner. Einfach von der Handhabung, ja. Ja, es ist, also, ja, finde ich schon, dass das einfach ist. Oder jeder eine andere empfinden. Aber wie gesagt, hier auf das X, also hier daneben ist er. Ja, Sie können auch, was haben Sie hier? Steuerung F5. Weiß ich nicht. Kann man auch benutzen, aber so geht er auf. Prima. Und dann noch die Frage, ob man auch eine Unterberaternummer für alle EST-Mandate verwenden kann. geht nicht. Also macht gar keinen Sinn auch. Wenn Sie alle EST-Mandate machen wollen, dann hat der Mandant, also der Mandant hat dann keinen Zugriff drauf, die können Sie das ja heute schon nutzen.
Wenn Sie die Mandanten in die Data Cloud überführt haben, können Sie heute meine Steuern schon komplett nutzen, alles so wie es ist. Nur wenn der Mandant einen Zugang benötigt, dann müssen Sie dafür eine extra Unterberaternummer bestellen und jedes Mandat muss eine eigene Unterberaternummer haben, weil gegebenenfalls die Rechnung, die wir aktuell ja nicht haben bei meine Steuern mit Smart Login, könnte man ja im Leistungsverbund oder im MIGMAG, also mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft, generieren. Und da macht es, deswegen wird es das auch nie geben würden, dass Sie eine zentrale Unterberaternummer vergeben. Das funktioniert so nicht. Ja? Also, es ist ein Unterkunde, also Sie sind der Hauptkunde von der DATEV und der Unterkunde ist der Mandant und deswegen muss man pro Mandant eine Unterberaternummer machen. Ich weiß, das ist für viele Administratoren, die jammern da immer, das ist immer so viel, ich muss das administrieren. Tatsächlich ist es relativ simpel. Man muss das ein bisschen runterbrechen. Habe ich Unternehmens- und Privatmandanten oder nur Privatmandanten oder nur Unternehmensmandanten? Und wie gesagt, meistens habe ich ja gemischte Sachen, also sowohl Unternehmer als auch Privatpersonen sozusagen in einer Person. Und dann habe ich bloß eine Unterberaternummer. So, Punkt. Aber wenn man halt eine größere Kanzlei ist mit, was weiß ich, 3.500 Beständen, dann kann ich das schon nachvollziehen, aber auch das ist handelbar. Dann kam jetzt gerade noch die Frage, wie stellt man den Haken ein nach online gesendet? Dass der hier angezeigt wird. Mhm. Einfach die Liste, erweiterte Listeneinstellungen eingeben. Ich meine, das ist Attribute und dann gibt es hier, also ich habe es jetzt hier drüben drin, aber das ist hier unter Attribute, ist der hier irgendwo unter Envy nach online gesendet. Da einfach so, rüberholen, okay. Einfach rüberholen, wie ich das gemacht habe und dann. Mhm. Okay. So, und dann noch eine Frage, Manu. Es hört nicht auf. Eine noch. Gibt es die Möglichkeit, wenn man im FIBO-Programm zum Beispiel Vorsorgeaufwendungen gebucht hat, mit Beleg ran geheftet und anschließend in die EUR, in die EST übergibt, eine Programmverbindung herzustellen? Nein. Tatsächlich, so weit denkt die DATEV noch nicht da in dem Moment. Was man machen könnte, ist nicht schön, aber man könnte es theoretisch tun, aber dann haben wir keine Verknüpfung. Im Unternehmen online selber habe ich die Möglichkeit, diese Belege direkt nach meine Steuern zu senden. Das geht tatsächlich. Also ich muss nicht zwingend, keine Ahnung, Jakobsfeld hier, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit, hier diesen Beleg, der jetzt zum Beispiel nach Unternehmen online hochgeladen worden ist, könnte ich tatsächlich markieren und könnte hier sagen, ich gebe den nach DATEV meine Steuern rüber. Also ich gebe den Beleg sozusagen rüber nach meinen Steuern. Ist nicht das, was Sie wollen, das ist mir klar. Wenn Sie das da buchen und das ist ein privater Beleg, der in der Einkommensteuer hinterlegt ist, dann bin ich ehrlich, es hat nichts im Unternehmen zu suchen. Punkt. Das ist eine Privatentnahme. Und der Beleg muss zwingendermaßen von Unternehmen nach privat rübergeschoben werden und dann wieder in der Steuererklärung verknüpft werden. So ist der eigentliche Weg. Da bin ich ehrlich, das haben wir früher genauso gemacht. Früher haben wir das auch nicht gebucht, da haben wir es aus dem Ordner rausgeheftet und haben in der Steuererklärung oder Jahresabschlussordner oder weiß der Teufel wo oder Stammakte reingeheftet für denjenigen, der die Steuererklärung macht. Und so ist das hier auch programmiert und so ist das auch gemeint. Ja? Aus technischer oder aus praktischer Sicht kann ich das nachvollziehen, dass wenn das da ist, einfach rübergehen mit allen Schnickschnack, was dazugehört, aber nein, das gibt es nicht. Okay. Ich habe zwar eben schon gesagt, die letzte, aber jetzt habe ich wirklich die letzte. Kann man beim Belegrechner mehrere einzelne Rechnungen durchführen? Hast du da Tipps oder Tricks? Einzelne Rechnungen inwiefern durchführen? Also das Einzige, was ich ja machen kann, ich kann hier die weitere Bezeichnungen machen und ich kann auch ein Plus setzen, ich kann auch ein Minus setzen, das kann ich alles tun. Wenn ich jetzt aber mehrere Belege nebeneinander habe, kann ich die nicht zusammentippen. Da müsste ich die zusammen heften. Okay, ja, es ging darum, wenn du jetzt Summen zusammenrechnest und inklusive dann die Umsatzsteuer, dann kommt da in Summe ein falsches Ergebnis raus. Ist das so? Ist das so? Weiß ich nicht. War eine Frage. Das war das Beispiel. Wohl, ja.
So, dann gucken wir mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und sage 60 € und ich sage hier noch 11,40 € und dann sollen da die Summe bilden oder was? Aber bei mir kommt da 71,40 raus. Oder, ach Das so, Beispiel war jetzt, aha! wenn du, weißt du. Warte, geht ja noch anders. Alle Zahlen löschen. Machen wir hier, was weiß ich, die 60 €. Hier ist der Mehrwertsteueranteil und hier kommt die Summe raus. Und hier soll Prozent, 19% wahrscheinlich, 19%. Und Genau. hier soll, aber bei mir kommt da 71,40 € raus. Und was, wenn du jetzt, genau, du hast jetzt einmal die Summe und jetzt möchtest du nochmal von 100 € die Umsatzsteuer ausrechnen und dann die Summe von beiden bilden. Ach Das so, war das Beispiel. okay, jetzt haben wir hier eine Summe. Ja, okay, das ist die Genau. Zwischensumme. So, und jetzt kommt nochmal hier A, was weiß ich, 60 € und hier nochmal B, so, da macht er eine Rundungsdifferenz. Ja, deswegen. Ja, okay. Ja, Das war gut. die, das war gemeint. Ja, Ja. was soll ich jetzt sagen? Da. Aber Dann kein machen wir Trick das. zu, ne? Nee, dann machen wir einfach die 213.00, schreiben wir drunter und dann nehmen wir den Wert und ziehen den halt wohin, wo wir ihn haben wollen. Okay. Ja, es ist, aber das ist ein Rundungsdifferenz. Es ist ein, ja, es ist einfach sehr banal gemacht. Okay. Ja, prima, Manu. Das war jetzt Super. erstmal die letzte Frage. Vielen lieben Dank. Perfekt, ja, haben wir auch heute aber vieles gemacht. Ich Ja. hoffe, es hat ein paar Erleuchtungen gebracht und sind hoffentlich genauso begeistert wie ich. Also ich mag das total. Ich würde damit arbeiten. Nicht ich würde, ich mache, ich tue es tatsächlich auch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch dazu begeistern könnte, dass wir da mehr oder mehr in diese Nicht-Medienbruch-Situation kommen, sodass wir quasi so einen geschmeidigen Guss irgendwann mal herausbekommen. Weil wenn wir das irgendwann hinbekommen haben, dann ist eine Automatisierung gar nicht mehr so weit. Und ja, wir sind dann hoffentlich alle glücklich und können uns auf wichtigere Sachen konzentrieren, als Daten zu erfassen. So, das in meinem Schlusswort. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn sich die Julia gleich noch macht. Feedback, wir freuen uns immer über Feedback. Genau. Und am Ende, und ich wünsche schon mal eine schöne Restwoche und bis dann und übergebe nochmal zu Julia. Prima, danke Manu. Genau, von meiner Seite auch vielen lieben Dank. Wenn Sie das nochmal im Nachgang anschauen möchten, wir zeichnen unser Webinar ja immer auf und laden es dann anschließend bei YouTube hoch, unter unserem Channel Convotis. Da finden Sie dann das heutige Webinar. Und wenn Sie Fragen haben, jederzeit an Ihren Kundenverantwortlichen, an mich, an den Manuel wenden und dann besprechen wir Ihre Fragen. Und ansonsten nochmal, was der Manu gerade gesagt hat, wenn Sie jetzt gleich das Webinar beenden, dann kommt nochmal ein Feedback-Fragebogen sozusagen und da würden wir uns sehr drüber freuen. Prima. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Nachmittag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.